Yo, seid gegrüßt und willkommen zu einer neuen Episodenreihe von Ragnarok Online. Ja, heute geht es, oder eher gesagt, die nächsten Zeit, ne, je nachdem, wann ich die Parts dann natürlich hochlade. Auf jeden Fall geht es um das Thema Boost Event, diesmal sogar ein Mega Boost Event, denn Ragnarok feiert 20 Jahre Jubiläum, 20 Jahre altes Spiel und es ist noch immer online, Freunde. Ja, so ist das halt. Natürlich nicht auf jeden Server, aber zumindest der koreanische Server, der Urvater oder Urmutter Server ist natürlich immer am Start. Und ja, da dreht es sich jetzt so ein bisschen die Geschichte von einem kleinen Novizen namens Chang Ximani der Dritte. Und der möchte gerne ein ganz großer, krasser Assassin werden. Denn auf diesen Account bzw. diesen Spielerlebnis werde ich mir einen weiteren Assassin kreieren. Ich habe schon einen Assassin, aber der ist anders geskillt. So ein bisschen Oldschool-Basis. Der wird ein bisschen so auf New School Basis, sage ich mal, ein bisschen platziert, sodass er halt die neuesten Sachen drauf hat. Und denkt dran, es gibt ja natürlich die Viertklasse auch auf diesem Server, ist ja ganz klar. Und bis dahin geht die Party ab. In diesem Mega Boost Event gibt es halt eine krasse Sache, die halt ein Vorteil ist. Man levelt weniger, man bekommt Equipment, man bekommt Pots. Auch, generell zeige ich euch das einfach mal hier. So, also. Fangen wir einfach mal an. Hier oben ist so eine Art Navigationssystem. Wenn ich den ancalle, öffnet sich ein NPC neben mir, ne? Der wiederum gibt mir die Möglichkeit, dass ich bei denen direkt, sage ich mal, kaufen kann, ne? Also Sachen kaufen kann oder also gegen diese Poring Points, ne? Kann ich Sachen eintauschen, die wiederum mir etwas, sage ich mal, wieder geben. Zum Beispiel das hier ist, denke ich mal, ich glaube, das war, um den Storage zu erweitern. Also hier den Kram zu erweitern. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Hier den Kram hier. Na, hier unten gibt es 100, aber man kann das natürlich erweitern. Mit der Zeit lernt man, sage ich mal, die Items kennen, was ist. Auf jeden Fall wichtig ist es, dass man so ein Navigationssystem immer in der passenden Tasche hat. Mit diesem Navigationssystem wechselt man auch seinen Job, wenn man halt die bestimmten Job-Areas, sage ich mal, betreten hat. Auch ziemlich praktisch. Man muss keine Quests machen. Ne? Also du musst jetzt nicht irgendwo hingehen und eine Quest machen. Nur, das läuft einfach alles clicky-bunty halt. Ne? Ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Da gibt es noch andere Sachen, die werden wir mit der Zeit, sage ich mal, werde ich dir euch erklären. Jetzt alle zu erklären ist Schwachsinn, weil ich die jetzt sowieso teilweise gar nicht benutzen kann oder sonst was. So. Das ist hier eher etwas für so einen Premium-Account, also wenn du dir einen Premium-Account geholt hast, hat halt jetzt mit dem Boost-Event nichts zu tun. Ne? Du kannst dir zwischen Premium-Account auswählen oder normal spielen, hast du halt, Lager-Storage 300 anstatt 600 und so welche Späßchen halt. Ne? Wenn du verlierst, stirbst, verlierst du 5% anstatt nur 1 und so welche Sachen halt. Die Sachen, die jetzt nicht so interessant sind wie Portionen etc. hier, ne? Die sind jetzt erstmal uninteressant. Hier, das brauche ich auch nicht. Das ist einfach dazu, wurde einfach dazu geballert hier, ne? Einmal Agi Scroll, Bless Scroll, wie auch immer, ist auch dabei. Kann ich direkt aktivieren. Einmal Agi, einmal Bless. So, ist praktisch, denke ich mal, für Klassen, die jetzt kein Buff haben. Diese Dinger sind ziemlich cool. Manche regenerieren HP wieder zurück, wenn du Stress kriegst, also vom Monster Schläge und so ein Kram. Also sind coole Buff-Mittels, ne? Also 3 Stück sind die. Die benutze ich auch immer beim Leveln. Ziemlich cooler Stuff, weil nach der Zeit regenerierst du deine HP. Ne? Das heißt wiederum, du musst nicht so viele Tränke mitnehmen. Ne? Ziemlich cool. Die Sache soll jeder kennen. Ich glaube, auf Deutsch hieß die oder auf Englisch, whatever. Almenti oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Kein Plan. Irgendwas hieß das. Auf jeden Fall für 30 Minuten gibt es, sieht man ja, plus 10 ATK, 30 MATK etc. Auf alle Stats plus 10, ATK plus 30, MATK plus 30. So. Ne? Also am wichtigsten ist eigentlich alles auf plus 10. Sodass du natürlich da noch einen Boni hast. So, und natürlich noch ein paar andere Sachen. Equipmäßig habe ich natürlich auch schon was bekommen. So, gucken wir mal hier mal, was abgeht. Ja, erstmal kriegst du so ein Teil geschenkt, kannst du auswählen sogar. Es gibt 4 Möglichkeiten, welche du auswählen kannst, kriegst du geschenkt. Ne? Auch das blaue Equipment, das ist sozusagen das Shadow Equipment, kriegst du geschenkt. Am Anfang gibt das auch so, sage ich mal, diverse Stats wie plus 15 etc. Später kriegst du sogar noch ein besseres Shadow Equipment. Shadow steht dafür da, dass es halt nicht sichtbar ist. Ne? Also sprich, okay, das andere Equipment ist auch nicht sichtbar, aber es ist hinter dem normalen Equipment sozusagen halt. Ne? Weil
das hier Equipment gibt natürlich am meisten irgendwie einen Stuff-Boni oder sonst was, aber das hier ist eher so das, das hintere Equipment, das Shadow-Equipment. So, ja. Das ist sozusagen der Kram erstmal, ziemlich cool. Man kann dieses Shadow-Equipment teilweise auch slotten. Ne? Naja, nicht slotten mit Karten jetzt, aber slotten mit Gegenständen. Das heißt, man kann da Kristalle reinpacken. Ich habe das jetzt hier kein Kristall, leider, dass ich das euch zeigen kann. Auf einem anderen Account habe ich das. Aber ist nicht schlimm. So, ich guck mal gerade. Bei Level 10 könnte ich diese Truhe aufmachen. Das heißt, wir können als nächstes mal ein bisschen leveln. Und das ist eigentlich das Hauptsystem. Diese Truhen hier. Diese Truhen sind dafür da, dass du je nachdem, du siehst ja oben in der Beschreibung hier, ne, 10, ab Level 10 kriegst du wieder noch welche Sachen geschenkt. Und das steigert sich immer. Bei Level 20 kriegst du eine Truhe, bei Level 30, manchmal kriegst du zwei Truhen, dann ist eine Truhe nur für ein Equipment, dann kriegst du Equipment geschenkt. Das heißt, du hast nonstop einen Ehrgeiz zu leveln, weil du die nächste Truhe aufmachen möchtest, die deinem Char, sage ich mal, dementsprechend vom Vorteil ist. Ne? Später kriegst du auch die Möglichkeit, auch eine weitere Truhe aufzumachen, wo du dann passendes Equipment auswählen kannst. Das heißt, wenn du ein Assassin bist, holst du dir eine Cutter halt, anstatt jetzt einen Magierstab oder whatever halt. Ne? Also ziemlich cooler Stuff auf jeden Fall. Und nicht nur das, sondern man kann sozusagen auch Punkte farmen. Das waren hier diese Poring Points, sag ich mal, indem du Quests erledigst. Diese Quests sind ultra easy. Da gibt es auch eine Liste im Internet, ne, was man klatschen muss. 20 Porings hier, 30 Drops hier, whatever. Und dann kriegst du so diese Coins. Ne, täglich kannst du so Coins generieren. Und mit diesen Coins kannst du dir wieder bei diesem Navigationssystem, ne, der Boy hier, Sachen eintauschen. Ne, ziemlich coole Sachen auch fürs Uppen, dass du später plus 13 Equipment hast, denn das ist relativ einfach, plus 13 zu haben, auch das Equipment. Und diverse andere Sachen, die du brauchst. Das heißt, theoretisch musst du gar keine Karten farmen. Okay, Karten vielleicht schon für das i-Tüpfelchen. Aber du musst kein Equipment farmen, keine Waffe farmen, ne? Für deinen Char, um ihn auf Max-Level zu bringen. Später, um ihm natürlich einen Feinschliff zu geben und das eine oder andere auszutauschen. Na sicher doch. Ne? Also es geht immer besser. Aber vergleichbar zum vor 20 Jahren, wo du einfach ins kalte Wasser geworfen wurdest und alles von neuem machen musstest, ist das hier nicht so der Fall. Du kriegst alles geschenkt und mit diesem geschenkten Equipment kommst du sehr weit. Du kannst eigentlich komplett bis Max-Level zocken eigentlich. Und klar, zwischendurch, wenn du was Cooles findest oder sonst was fahrst, kannst du das natürlich ersetzen. Das heißt, du hast schon mal ein Startkapital und das ist, denke ich mal, wichtig. So, dann gehen wir mal rein ins Abenteuer. Ich trinke mal kurz hier was und ja, man sieht da hier schon, das ist so eine Art Novizengrund. Naja, nicht ganz, denn wir sind in die Zlude. Also es ist jetzt nicht so ein richtiger Novizengrund, wo wir jetzt total von der Map ausweichen. Und ja, hier muss man natürlich ein bisschen, ja, 0815 Kram ein bisschen bestätigen. So, jetzt habe ich schon Level erreicht, Level 3. So, da habe ich schon die nächste Quest bekommen, die kann ich direkt markieren. Der Navigationsboy zeigt mir auch auf der Linie, wo es lang geht. Dann machen wir das auch. So, was habe ich dazu bekommen? Ja, jetzt habe ich immer ein bisschen Equipment bekommen. Das ist dieses klassische Novizen-Equipment. Ne? Kann man hier direkt mal mitnehmen. Ich glaube, das ist sogar besser. So, natürlich sieht man die Kopfbedeckung nicht, denn das Shadow-Equipment verdeckt die Kopfbedeckung halt. Das Shadow-Equipment hat, sage ich mal, in Sachen Stil immer Vorrang. Das heißt, du kannst... Manchmal gibt es halt, wie zum Beispiel so ein Bravery Bag, den siehst du direkt beim Charakter, aber vielleicht willst du nicht, dass der Gegner das sieht oder der Player. Dann hast du sozusagen auch das Shadow Equipment, das versteckt das Ganze dann nochmal halt. Ne? So, ja, natürlich, Event ist am Start, die City ist full und das ist nur Itzlude, Freunde, und das rockt hier schon alles. Ah, falsch. Falsch abgebogen. Gehen wir hier erstmal oben zu den Kafra-Boy. Ne Boy? Kafra-Boy? So, labern wir mal ein bisschen mit der hier. Die erklärt uns, was abgeht. Das ist jetzt das 0815. Nichts Interessantes, Freunde. Der richtig krasse Spaß geht los. So, wenn wir wirklich... so, das muss ich jetzt ausliefern. Wenn wir jetzt wirklich halt aggressiv leveln, ne, dann geht die Party richtig los. So, jetzt könnte ich eigentlich theoretisch, da war ja auch wieder... Ah ne, doch, ich muss zwischendurch jemand anders noch an, da war ich so noch nicht da nach links. Wollen wir hier hin. So. Ich war jetzt wieder ein paar Monate nicht online und was sehe ich? Dark Lord als Pet. Ne? Also wirklich als Pet. Also es gibt schon zahlreiche MVPs,
Also nicht wundern, dass ihr MVPs hier irgendwo rumsieht, die rumschwirren. In Mini-Format, manchmal auch in 1:1-Format, aber Dark Lord sieht etwas kleiner aus, finde ich. Das ist tatsächlich, kann man sich auch MVPs mittlerweile ergaunern als Pets, was ziemlich cool ist. Manche durch Quests sogar. Tatsächlich kann man manche durch Quests machen, wie zum Beispiel sammelt 20 Karten von denen, 20 Karten von denen. Das sind so nicht jetzt so die krassen Karten, aber so Crap-Karten halt. Und dann noch ein paar andere Sachen, dann kannst du dir sozusagen ein MVP-Eck ergaunern. Finde ich praktisch, also wenn man da drauf Bock hat. Hier zum Beispiel einer, der Gloomy am Start oder hier Dark Lord. Ne? Gibt's einige. Ja, gibt's einige. Auch Mini-Bosse als MVP, Mini-Bosse als Pets. Da ist einiges am Start. So, jetzt gehen wir natürlich nach links. Dann machen wir das auch schon. Ja, wie weit ich mit diesem Art Projekt, sage ich mal, durchballern werde, weiß ich jetzt nicht. Werden wir dann halt sehen. Auf jeden Fall will ich jetzt einfach ganz gechillt, sag ich mal, einfach. Also ich spiele regelmäßig Ragnarok. Für mich ist das jetzt das Promotion-Event, dieses Booster-Event jetzt nicht neu. Ich mache das jährlich. Nicht immer streame ich das. Letztes Jahr habe ich das sogar gestreamt, habe ich 2 Chars auf Level 200 gebracht auf Twitch. Das war ziemlich cool. Aber ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr das Ganze streamen werde. Sondern ganz entspannt immer zwischendurch so eine Art, ja, Video einfach machen, wie weit ich gekommen bin. Und dann seht ihr das Ganze auf YouTube für die Ewigkeit halt. Ne? Ich finde, das ist, denke ich mal, besser, weil zeitlich bin ich auch ja nicht so flexibel wie damals, muss ich ehrlich sagen. Weil ich halt ziemlich viele andere Sachen mache. Das heißt, ich kann jetzt nicht jeden Tag irgendwie 8-9 Stunden streamen. Das ist einfach nicht möglich. Die Zeit habe ich einfach nicht. Und ja, ab und zu mal Videos hochzuladen oder so ein Kram für die Ewigkeit kann man auch immer machen. Ich denke mal, der ein oder andere freut sich, dass er wieder mal die alte Musik hört, die alten Charaktere im neuen Glanz. Das ist auch wichtig zu sagen, denn ich bin jetzt hier nicht in der Vergangenheit nur unterwegs, wo man Level 99 erreichen kann. Und ja, diesen 0815-Kran, den man halt damals kennt. Einer mag das, der andere mag das nicht. Ich bin eher der, der auch gerne neuere Sachen probiert. Ich will jetzt nicht nur in der Vergangenheit rumlatschen, ne? Und nur, sage ich mal, 99 mit Eispike unterwegs sein oder so ein Kram, sondern auch gerne mal, ja, neue Charaktere zu kennenlernen. Denn es sind viele neue Charaktere dazugekommen, muss man auch so ehrlich sagen. Die Katzenklasse, dann ist wiederum, oh, seltenes Item. So, das Ding muss ich auch nehmen hier. Ja, Viertklassen sind rausgekommen, die Drittklassen für diese Ninja-Klassen sind rausgekommen. Also es sind einige Sachen rausgekommen, die einfach interessant sind und... Ich finde es einfach schade, wenn man nur wirklich nur den Oldschool-Kram spielt. Aber das ist Geschmackssache. Mein Geschmack ist es nicht, deswegen spiele ich immer auf den aktuellsten Server, was da so abgeht. Und da tut sich immer wieder was in Sachen Events oder so welche Sachen hier. So. Also hier war die Mission, einfach 2 Lunatics zu klatschen und dann dieses Kleeblatt abzugeben. Das ist wichtig, weil wenn du das Kleeblatt nicht einsammelst, meckert er die ganze Zeit, dass du mir ein Kleeblatt abgeben sollst. Mhm. So. Okay, kann ich mit denen jetzt ein bisschen schnattern hier? So, Job 10, klar, weiß man halt. Ich brauche noch einen Job. Dann kann ich meine Klasse wechseln, Freunde. Und ja, dann werde ich Thief werden. Ne? Also auf jeden Fall auf diesen Charakter werde ich Thief werden. Auf meinen anderen Accounts bin ich ein Rolling Cutter Assassin. Also falls euch das was sagt, weiß ich jetzt nicht, wie lange ihr nicht gespielt habt, whatever. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Assassin. Man muss aber sagen, dass es ein sehr altmodischer Assassin ist. Und es gibt bessere Assassin-Skills oder wie man den starten soll etc. Mit mehr Damage, Schnelligkeit, whatever. Aber ich finde Rolling Cutter noch immer sehr angenehm zu leveln, finde ich. Ne? Oder eher gesagt zum Spielen. Das liegt daran, du gehst einfach auf die Map drauf und drückst ein Skill und die Monster kommen zu dir, wenn sie aggressiv sind und sterben dann halt. Ne? So richtig entspannt. Gerade fürs Grinden finde ich entspannt. Der andere Kram ist eher so, du musst auf einzelne Monster draufklicken. Klar, manchmal nimmst du ein, 2-3 Mal mit, ein paar Monster mehr. Ne? Wegen der Schnelligkeit, whatever. Aber ich finde so manchmal so diese passive Skills sehr gechillt. Also mag ich irgendwie, ne? Also keine Ahnung. So, ich könnte jetzt einen Job-Change machen, sehe ich gerade. Aber ich guck mal, wo der mich jetzt erstmal navigiert. Weil ich bin jetzt 10-10. Theoretisch müsste mich zu dem Boy da versenden. So, oder muss ich das jetzt gleich machen? Mal gucken. Das hat sich auch natürlich geändert.
Theoretisch kann man mit diesem Navigationssystem, was ich als Item euch gezeigt habe, einen Job-Change machen, direkt von der vom NPC her. Jetzt gibt es so einen Zwischenschritt, die teleportiert euch zum nächsten Boy, der euch dann wiederum die Möglichkeit erlaubt, zu wechseln halt. Ne? Also das geht natürlich auch. Die haben da schon Sachen verändert, die vorher anders bisschen waren. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Was auch ein ganz großer Unterschied ist, du fängst wirklich mit 1-1 Novize an. Die vorherigen Boost-Events war immer, du fängst mit Heil-Novize an. Jetzt sagt der andere, oh, das wäre aber besser, dann musst du kein Reverse machen oder so ein Kram. Ja, stimmt, aber du machst die ersten 99 Level mit diesem Charakter und danach bist du sozusagen Heil-Novize, ne? Und dann kannst du direkt auf die dritte Klasse steigen. Du überspringst sozusagen die zweite Klasse. Das haben die so diesmal gemacht. Vorher haben die erste Klasse übersprungen, das heißt, du fängst mit Heil-Novizen an, jetzt überspringst du die zweite Klasse. So, dass du direkt in die dritte kommst. Finde ich okay, dass man auch ein bisschen vielleicht, ja, weiß ich jetzt nicht, die ersten 99 Level sehen kann und genießen kann, wenn man immer vom Heil-Novizen anfängt. Also ist Geschmackssache, sag ich mal. Aber wie gesagt, würdest du jetzt nicht das Booster-Event teilnehmen, müsstest du alle Level natürlich solo leveln halt. Und dann fängst du richtig lustig an, die ersten 99, danach Rebirth, wieder 99, dann bist du ab Level 100 dritte Klasse, ne? Dann, wie war das dann? Ich glaube bis Level 150? 120? 150 glaube ich, ne? Ich weiß es gerade nicht. Nee, Quatsch, bis Level 200. Bis Level 200 musst du mit deiner dritten Klasse zocken. Und ab Level 200 kannst du auf die vierte Klasse joinen bis Level 250. Also ist schon heftiger Scheiß, ne? Besonders wenn du den Part überspringen kannst mit zweiter oder erster Klasse. So. Okay. So, machen wir das hier mal auf Max. So. Okay, dann gehen wir mal kurz. Ich muss mal hier hingehen. Manchmal sehe ich den NPC gar nicht vor lauter NPCs. So, das ist hier der Bereich, das ist eigentlich Pronterra. Ich könnte auch hier zu Fuß hier laufen. Das ist, wie gesagt, alles praktisch, sodass du nicht viel laufen musst, ne? Das heißt, du bist jetzt hier in Pronterra, wenn du rausgehst, jetzt gehe ich wieder rein. So, in diesem kleinen Haus geht eigentlich die ganze Boost-Party ab. Bezieht sich nur auf die Boost-Charaktere, ne? Also hier kannst du jetzt keinen Job-Change machen für einen Charakter, der jetzt nicht aus dem Boost-Event kommt, ne? Zum Beispiel gibt es ja auch die Tante für die Wiedergeburt. Gehe ich davon aus, dass das die Tante hier auch ist. Wie gesagt, so weit bin ich noch nicht. Aber hier unten ist ein Kerlchen. Mit dem muss man labern. So, da ich jetzt meine Skills verteilt habe, kann ich einen Change machen. So, Swordman will ich nicht, Merchant will ich nicht. Ich möchte Dieb werden. So. Yes. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Ah, ich wollte das nicht anklicken. Hier, da bin ich. So, ja, das ist Dieb. Und mit diesem Char werde ich, sag ich mal, ja, demnächst mal richtig mal durchstarten. Was ziemlich cool ist, muss man auch sagen, ist, es gibt manche Klassen, die haben einen besseren Einstieg fürs Leveln. Aber, ganz ehrlich, durch dieses ganze Boost-Event gibt es fast kaum eine Klasse, die wirklich eine Schwierigkeit hat, ne? Also, du kannst ziemlich locker flockig solo leveln, aber es gibt auch Partys. Da geht man einfach hier auf dieses Party-Symbol. So, und dann schaut man sich einfach an. Ne? Also, es gibt viele. Und dann klickt man dann einfach sich durch. Also, zum Beispiel, ja gut, ich bin jetzt Level 13, ich kann in keiner Party gehen, das sind alles hohe Zahlen. Aber ich gehe jetzt einfach hier drauf, join hier rein. Wenn die Party voll ist oder leer ist, komme ich rein, wie auch immer halt. Ne? Also, man kann auch solo leveln, aber auch mit Leuten leveln, das geht alles. Auf jeden Fall ist mit diesem Boost-Event wieder so ein Schwung ins... also, man merkt das richtig. Ich spiele das natürlich auch nicht in Boost-Event-Zeiten, das Spiel. Aber wenn so ein Boost-Event da ist, dann ist das rattenvoll hier, ne? Also, das ist hier richtig Full House, sag ich mal. Was ziemlich cool ist dann wiederum halt, ne? Okay, Guys, dann würde ich mal sagen, war's das erstmal mit dem ersten Part. Wir sind Thief geworden und vielleicht sehen wir uns im nächsten Part. Also, bis hin, euer Sakatias, Freunde. Tschüss, tschüss.